Hallo, meine liebe Bücher-Junkies, Leseratten. Ja, ich habe jetzt dieses Buch gelesen und ich stoßte letztens auf das Buch und ich fand das Cover wirklich sehr witzig und lustig und deshalb habe ich mir das auch gekauft, ja. Und jetzt habe ich es fertig gelesen und ich muss ehrlich sagen, ja, das Cover passte. Mein Leben, die Liebe und der ganze Rest von Conny mit der Conny-Reihe ab 15 oder ab 12 kann man sagen, bis 18 von der Dagmar Hausfeld. Ich bin 15 seit genau einer Sekunde, mein Herz schlägt einen Salto. Ich fühle mich wie immer ein bisschen anders, aber das kann nicht sein. Etwas muss anders sein. Immerhin habe ich 15 Jahre meines Lebens darauf hingearbeitet, 15 zu sein. Besonders das letzte Jahr war echt hart. Mit 14 ist man irgendwie noch ein Kind, zumindest wird man so behandelt. Mit 15 ist man dagegen schon fast erwachsen. Es muss also einen Unterschied geben im Kalender. Ja, und im Kalender steht es schwarz auf weiß. Es ist der 30. April, wo sie Geburtstag hat. Mein Geburtstag. Ab heute habe ich genau ein Jahr Zeit, um den Unterschied herauszufinden, falls es einen gibt. Ja, das Buch hat ja, wie viel, 286 Seiten. Ja, und ich sage jetzt nochmal, Dagmar Hausfeld lebt in einem Dorf zwischen Ostsee und Schleiß. Sie hat ihren Traum vom Schreiben verwirklicht. Zum Glück, denn sonst könnten wir nicht so viele gute Bücher von ihr lesen. Seit 2007 schreibt sie für die voll erfolgreiche Reihe Conny und Co. Mein Leben, die Liebe und der ganze Rest ist ihr Meisterstück geworden. Ja, und ich muss ehrlich auch sagen, schade, dass es Conny nicht schon früher gegeben hat. Es hätte mir Spaß gemacht, mit einer Lieblingsbuchfigur erwachsen zu werden. Und das ist von ihr, aber das kann ich genauso unterschreiben. Spürst du den Unterschied? Ja, und ich muss ehrlich sagen, mir hat das Buch sehr gut gefallen. Denn, wie gesagt, ich war sehr neugierig darauf und ja, und Conny, was aus ihr geworden ist inzwischen, seit sie kleiner war und erwachsen wurde, ihre Familie und Freunde geworden ist, ist noch interessant. Also, das Buch ist natürlich jetzt ab 12 bis 18. Dagmar Hausfeld hat einen frischen, quirligen und jugendlichen Schreibstil. Dass die Seiten wirklich, ich habe sie wirklich ganz fest verschlungen. Es liest sich wirklich sehr flüssig und leicht auch. Und ist auch sehr witzig. Also die Hauptprotagonistin, die Conny, ist einfach auch perfekt ausgearbeitet. Und meiner Meinung nach hat auch die Dagmar Hausfeld Conny auch irgendwie nochmal neu erfunden. Würde ich sagen, sie ist witzig, aufgeweckt und sehr sympathisch und ich mochte es sehr, ihren Alltag mitzuerleben. Ja, und das mit der Jeans, es passt wirklich genau perfekt von diesem Cover, auch genauso mit den Chucks hier. Ja. ja, und die Geschichte ist ja in der Ich-Form von Conny erzählt. Ich als erwachsene Leserin konnte mich sehr gut in sie hineinversetzen. Ich fühlte mich sogleich wieder wie 15. Ja, ich habe mich zurückgesetzt gefühlt. Conny Sorgen und Probleme sowie ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit ihrem festen Freund Philipp. Ihren Freunden, ja, kann ich jetzt nicht, erzähle ich jetzt nicht alle. Und Eltern halt, hat ja Don wunderbar dargestellt, auf jeden Fall. Also, dass man sich als Leser in einigen Situationen wie Stress in der Schule oder mit den Eltern oder auch das Thema der ersten Liebe wiederfinden konnte. Ich habe ganz viel gelacht mit Conny, mitgefühlt und mitgelitten und auch die Veränderungen, Entwicklungen, die sie und ihre Freunde während der Geschichte durchmachten, hat mir sehr gut gefallen. Die Probleme einer Jugendlichen sowie kleine Hinweise auf eine Lösung des Problems, hat die Autorin wirklich mit in die Geschichte einfließen lassen. Genauso, dass die Veränderungen in einer Freundschaft oder in der Liebe auch zum Leben dazugehören. Ein klein bisschen enttäuscht bin ich allerdings von der Innengestaltung des Buches.
Denn die in der Leseprobe findet man Randnotizen und Unterstreichungen in dem Tagebuch von Conny. Es wird auch sogar dargestellt, als würde man ein Ringbuch in der Hand halten. Schade, dass dies nicht so übernommen wurde, denn es hätte meiner Meinung nach dem Buch nochmal das gewisse Etwas verliehen. Ja, und ich möchte euch jetzt nochmal, es gibt wirklich ganz schöne Abschnitte hier, ja, wie ich euch vorher gezeigt habe. Moment. Moment. Was ich nochmal sagen möchte. Ja, weil ja Conny endlich 15 wird, ist ein Meilenstein in ihrem jungen Leben. Im Alter ist es noch richtig spannend, Geburtstag zu haben. Und damit beginnt das neue, das Buch, ja. Ich bin ja auch schon eine Weile aus dem Conny-Alter heraus und habe dieses Buch auch sehr gerne, wirklich sehr, sehr gerne. Und ich fühlte mich ja wirklich teilweise zurück in meine Schulzeit versetzt, musste lächeln über die Probleme von Conny und ihren Freundinnen. Ja, es ist einfach sehr einfühlsam von Dagmar Hausfeld beschrieben, die Gedankenwelt des jungen Mädchens, in dem sie sie selbst erzählen lässt. Ja, einfach auch von der ersten Liebe bis zur Megaparty. Ja, und es war ganz toll, also die Megaparty, wie sie sie veranstaltet hat mit Lena und Christian und alles und der ganze Zusammenhalt von den Freunden ist einfach wirklich Hammer, Hammer gut. Und die Sprache ist also auch altersgemäß, ist witzig, aber auch nicht zu flapsig und super schön zu lesen. Also wirklich, ich muss so schmunzeln, viele lachen und ja, ich habe mich in mein Alter 15 zurückgeträumt. Und genau so dachte ich so, viel anders war das bei mir damals gar nicht. Also ein spritziger Lesespaß, definitiv. Und jetzt möchte ich euch wirklich hier nochmal, ja, der Bus rollt durch die Nacht und aus dem Radio, Autoradio kommt leise Musik. Ich erkenne die ersten Takte von, jetzt hört mal zu, wenn Worte meine Sprachen wären, ich hätte ja schon gesagt, mit all den schönen Worten, wie viel mir an dir lag. Ich kann dich nur ansehen, weil ich dich wie eine Königin verehr. Doch ich kann nicht auf dich zugehen, weil ich meine Angst den Weg versperrt. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühle. Ich bin ohne Worte, ich bin Worte nicht. Ich habe keine Worte für dich. Ich habe Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühle. Ich bin ohne dich, ich bin der Worte nicht. Ich habe keine Worte für dich. Ja. Worte meine Sprache wären, und gesagt ich, wie gern ich an der Seite wär, wenn denn du bist alles, was ich hab. Ich kann verstehen, dass es dir nicht reicht fällt. Du kannst nicht hinter die Mauer sehen. Aber ich fürchte nicht, dass es dich so kalt lässt. Dir könnte der Himmel auf der Erde entgehen, der Himmel auf Erden. Mir fällt es nicht, ich habe die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühle. Ich habe keine Worte für dich. Mir fehlen die Worte, ich habe die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühle. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich habe keine Worte für dich. Du bist die Erinnerung an Leichtigkeit, die ich noch nicht gefunden habe. Der erste Sonnenstrahl nach langem Regen, der erste. Die mich zurückholt, wenn ich mich verloren hab. Und wenn alles leise ist, dann ist deine Stimme da. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühle. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich.
Mir fehlt der Worte, ich hab die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich, keine Worte für dich. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht. Dir zu sagen, was ich fühl. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich hab keine Worte für dich, keine Worte für... Ich weiß, es dir zu sagen wär nicht schwer. Wenn Worte meine Sprache wären, dir ein Lied zu schreiben wäre nicht schwer. Wenn Worte meine Sprache wären. Ja, also, das ist ja, habe ich euch jetzt erklärt, im Bus. Und ein bisschen später, mir fehlen die Worte, ich habe die Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühle. Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich habe keine Worte für dich, mir fehlen die Worte, ich habe die Worte nicht. Dir zu sagen, was ich fühle, ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht. Ich habe keine Worte für dich. Ich weiß es dir zu sagen, wäre nicht schwer, wenn Worte meine Sprache wären. Dir ein Lied zu schreiben, wäre nicht schwer, wenn Worte meine Sprache wären. Mir läuft das Herz über. Du fehlst mir jetzt schon, ich liebe dich, Philipp. Ja, so, das ist das Herzchen. Und dann möchte ich euch noch was... Ich stöpsle meine Ohrhörer ein und schalte den iPod in meiner Tasche an. Ja, und was kommt jetzt? Jetzt kommt muss nur noch kurz die Welt retten, danach fliege ich zu dir. Yeah. Noch gern dabei gewesen, doch ich hab viel zu tun. Lass uns später weiterreden. Draußen besuchen sie mich jetzt, die Situation wird unterschätzt und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß es ihr ernst, tun's mir grad nicht entbehren, nur keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. Sie muss nur noch kurz die Welt retten, danach fliege ich zu dir. Noch 148 Miles checken, 148. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Irgendwie bin ich spät dran, fang schon mal mit Essen an. Ich stoß dann später dazu. Du fragst wieso, weshalb, warum. Ich sag, wer sowas fragt, ist dumm. Da ist wohl nicht zu wissen, was ich tu. Gott, du bist Sohn, lass mich nicht, bitte, ist verschon. Gesagt, genug Information. Nur noch kurz die Welt retten. Da flieg ich zu dir. Und noch 148 Miles checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. Zeit läuft mir davon, zu warten wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ich muss jetzt los, sonst gibt's die große Katastrophe. Merkst du nicht, dass wir in Not sind? Ich muss jetzt echt die Welt retten. Danach fliege ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach fliege ich zu dir. Noch 448.713 Miles checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder
bei dir. Okay, das, ich kann es einfach nur empfehlen. Ja, und das Buch ist im Carlsen Verlag erschienen. Und somit vergebe ich, mein Fazit ist 5 von 5 Sternen für das definitiv coole, wirklich hammerfeine, tolle Buch. Ja, und ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon riesig. Mein Sommer fast ohne Jungs ist ja im Frühling 2014 erschienen. Und ich freue mich definitiv jetzt auf das nächste Buch. Ja, und so wünsche ich euch und Tim Benetzko ist ja das Lied, wo ich gesungen habe. Liri. So, und jetzt wünsche ich euch wirklich ein wunderschönes, wunderschönes, wunderschönes Wochenende. Habt viel Spaß und vor allem auch viel Lesespaß. Genießt die Stunden und ja, viele Herzchen für mich. Ja, und holt es euch. Dann, Bussi Baba, ich zeige euch vielleicht nochmal, bitte.